Einer der großen alten Männer des Radsports hat am Sonntag nach dem WM-Straßenrennen in Tirol triumphiert. Der Spanier Alejandro Valverde krönte sich 15 Jahre nach seinem ersten Edelmetall zum Champion, die siebente Medaille war aus Gold. Die Hoffnungen des ÖRV-Teams erfüllten sich nicht, Michael Gogel wurde 45, Kapitän Patrick Konrad landete ebenfalls von Krämpfen geplagt an der 59. Stelle. Die Österreicher hatten sich früh im 258-Kilometer-Rennen mit 4681 Höhenmetern an vorderster Front gezeigt, doch am Ende war der angepeilte Top-10-Platz außer Reichweite. Wenn bei einem 7-Stunden-Rennen einige Prozent fehlen, kann es ein böses Ende nehmen, sagte Konrad. Er habe auf der letzten Runde Krämpfe bekommen und abreißen lassen müssen. Ich hatte einen guten Tag, bis auf die letzte Rennstunde, meinte der 26-jährige Niederösterreicher enttäuscht. Brutal hartes Rennen für Österreich. Der siebente des Giro d'Italia war bis dahin von Michael Gogel unterstützt worden, während Lukas Bestelberger, Georg Preidler, Georg Mühlberger und Felix Großschartner schon zuvor ausgestiegen waren. Der Oberösterreicher Gogel kämpfte sich mit 5 Uhr 56 Minuten Rückstand ins Ziel und sprach danach von einem seiner härtesten Tage auf dem Rad. Ich habe versucht, Patrick gut zu positionieren, aber selbst auch Krämpfe bekommen, erklärte der 24-jährige Gogel. Er konnte nicht mehr treten, ich habe mich noch ins Ziel gekämpft. Wir können uns nichts vorwerfen, es war ein brutal hartes Rennen, Zuschaueransturm zum Finale, geschätzte 200.000 Zuschauer an der Strecke hatten den Höhepunkt der Titelkämpfe zu einem Radfest gestaltet, was fehlte war nur die erhoffte gute Platzierung eines Lokalmatadors. Wie von Klassikern oder der Tour de France bekannt, säumten die Fans in dichten Reihen vor allem die Schlüsselstelle des WM-Kurses entlang des Anstiegs über Aldrans und Lanz nach Igels. Doch genau dort, wo Tage zuvor Laura Stigger ihren Angriff zum Juniorinnengold gestartet hatte, mussten die ÖRV-Herren ihre Hoffnungen begraben. Valverde entscheidet Vierersprint für sich, jubeln durfte einer der Top-Favoriten. Valverde setzte sich im Vierersprint vor dem Franzosen Romain Bardet und dem überraschend starken Kanadier Michael Woods durch, der im finalen Anstieg zur Höttinger Höll mit das Tempo bestimmt hatte. Dem auf dem letzten Kilometer aufschließenden Tom Dumoulin blieb nur der vierte Rang. Valverde gehört noch einer früheren, umstrittenen Generation des Radsports an und auch in seiner erfolgreichen Karriere scheint ein unrühmliches Kapitel auf. Den italienischen Anti-Doping-Jägern ist es zu verdanken, dass ihm durch einen DNA-Abgleich eine Zusammenarbeit mit dem UA Blutdoping praktizierenden spanischen Arzt Eufemiamo Fuentes 2006 nachgewiesen und er 2010 für 2 Jahre gesperrt wurde. Sagan musste Rennen aufgeben, seither hat Valverde wieder unzählige Siege gefeiert. Am Sonntag hängte ihm Triple-Weltmeister Peter Sagan, der das Rennen aufgab, die Goldmedaille um. Valverde nahm die Ehrung mit Tränen in den Augen entgegen. Seit 2003 hatte er bei Weltmeisterschaften 2-mal Silber und 4-mal Bronze geholt, zuletzt 2014. Ich habe viele Jahre gekämpft, jetzt habe ich es endlich geschafft, sagte der Profi des Movistar-Teams. Sagan hatte auf der schwierigen Strecke im Anstieg nach Igels schon 100 Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen. Wenig später stieg der 28-jährige Slowake vom Rad. Da waren Preidler und Pöstelberger, die in der von den Österreichern überraschend offensiv bestrittenen ersten Phase viel Führungsarbeit geleistet hatten, nicht mehr dabei. Großschartner und Mühlberger mussten später, aber doch schon rund 75 Kilometer vor dem Ziel den Belastungen Tribut zollen. Punkt. Mehr bei Spox. Vogel wird zur besten 2018 gewählt. Thomas Roeger im Interview, Peter Sagan. Solche verrückten Sachen machen ihn heiß. Kurios, Sportminister verpasst Rad-WM.